direkt ans Weltall, muss ich jetzt ehrlich sagen. Chemie, Physik, Biologie, Naturwissenschaften. Naturwissenschaften vor allem. Naturwissenschaften. Das Naturwissenschaften fallen mir direkt ein. Klima zum Beispiel. Nature. Entwicklung. Deutsche Nobelpreisträger. Ja, eine Wissensgesellschaft. Uni. Uni. Uni, ja. Weil da die Wissenschaftler studieren und halt die Ärzte vor allem. Und da habe ich mich damit beschäftigt. Ich habe eine Forschung in der Medizin, weil ich Medizinerin bin. Forschung. Die Forschung. Forschung. Ja, wollte ich gerade sagen, haben wir auch mit zu tun. Begrenzte Horizonte. Dinge, die halt noch nicht auf dem Markt sind, die dann noch erforscht werden müssen. Aber auch an so andere Wissenschaften, so Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel. Unsere Wirtschaftswissenschaften, die liegen immer daneben. Ob die richtig forschen, was die richtig machen. Tja, an Bildung. Am Wissen. Langeweile. Astrologie zum Beispiel. Und Stephen Hawking. The Big Bang Theory. Etwas, was uns immer weiterbringt. Wissenschaft ist ein breit gefächertes Feld. Umwelt, vielleicht auch einfach Energiegewinnung. Ernährung. Am ehesten Medizin. Krebsbekämpfung halt, ja. Also vor allen Dingen die Medizin hat ja erhebliche Fortschritte gemacht. Aber das muss weitergehen. Das Problem mit den multiresistenten Keimen. Das Gehirn, weil... Ich habe halt in meinem Fach NW haben wir das so, in letzter Zeit durchgenommen. Das hat mich halt sehr interessiert, weil ich finde die menschlichen Funktionen eher erstaunlich. Biomedizin. Physiogentechnik. Klonen. Chemie am Rande. Atomwissenschaft. The Environment. Lebenssozialen Fragen. Ingenieurwissenschaften. Medizintechnik, Fahrzeugtechnik, Lufttechnik. Nanotechnologie. Geschichte. Kulturgeschichte. Unbefristete Stellen. Alles was mit Smartphone und Smart TV und... Das ist schon ganz cool. Alles, was sich so in den letzten 50 Jahren entwickelt hat, ist unglaublich. Klima. Eigentlich auch Energie. Der Energiebereich speziell. Ich denke, da gibt es auch ökonomische Widerstände. Technikfolgeabschätzung. Was den Alltag der Menschen anbetrifft. Nicht nur im Hinblick auf das, was viel Geld abwirft, sondern das, was den Menschen am meisten hilft. Generell, glaube ich, könnte mehr für die Menschen getan werden und ein bisschen weniger vielleicht in Autos investiert werden. Also ich denke schon, dass man noch viel machen kann. We are just barely out of the cave. Der soziale Bereich, der philosophische Bereich. Da wird auch eine Gesellschaft, denke ich, verlieren irgendwann in der Zukunft, wenn da nicht noch mehr Geld reingesteckt wird. Also Naturwissenschaften bringen uns weiter, bringen auch Geld. Wissenschaft bedeutet auch manchmal... Eher Probleme, sich mit Problemen zu beschäftigen, ohne direkt immer auch einen Lösungsweg aufzuzeigen. Mehr mit jungen Leuten beschäftigen und mit alten, kranken Leuten beschäftigen. Ob das jetzt in die Wissenschaft gehört, aber dass die Menschen sich untereinander besser verstehen sollen. Also mein Doktorvater wird jetzt sagen, Leberzirrhose, da muss dringend dran geforscht werden. In der Neurologie? Medizin. Ich denke mir schon, dass da viel gemacht wird und auch schon viel investiert wird. Ach ja, beim Krebs. Parkinson. Gesundheit. Mit dem Leben sowieso, ne? In jeder Beziehung. Ne? Denn danach, da braucht man nicht mehr viel Wissenschaft.